Mit seiner Musik hat er Musikgeschichte geschrieben. Meine Generation ist mit seinen Titeln gross geworden, insbesondere natürlich mit dem Titel «Verdammt, ich liebe dich». Ich freue mich herzlich, dass du hier bei mir bist zum ersten Mal. Matthias Reim, im Appenzellerland gerade angekommen. Nicht oft hier, aber ich sehe, du fühlst dich bereits sichtlich wohl hier bei uns. Ja, es ist ja auch um die Ecke, ne? Ja, für dich, ein kurzer Weg. Ich wohne am Bodensee und konnte endlich mal Zeit finden, nach Appenzell zu kommen. Und ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf das Publikum und genieße die Backstage-Atmosphäre. Wir machen es uns schon gemütlich, alles gut. Deine Musik ist ja eine Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte und bis heute schreibst du aber immer wieder noch neue Titel. Was treibt dich an, immer wieder neue Songs noch zu schreiben? Naja, ich kann nichts anderes. Ich habe einfach dieses Geschenk vom Himmel bekommen, ein kreatives Leben führen zu dürfen. Und es macht natürlich immer Spaß, wenn ich weiß, dass ganz, ganz viele, ja fast schon Millionen Menschen sich darauf freuen, was ich mache und was ich zu erzählen habe. Und dadurch, dass das Leben immer weitergeht, habe ich auch immer was zu erzählen. Ich kann das ziemlich authentisch rüberbringen und ich sitze jetzt gerade in den Endzügen meines neuen Albums. Das wird im Frühjahr kommen und ich bin immer sehr, sehr gerne, wenn es im Winter im Studio, weil draußen ist es sowieso nicht schön und am Bodensee meistens neblig und Regen und was willst du machen? Die Motorräder stehen in der Garage, das Boot ist in der Halle und ich gucke aus dem Fenster und sage, oh mein Gott, wie schrecklich. Aber du komponierst ja selber, du schreibst selber, du produzierst ja auch selbst. Ist dir das wichtig oder warum ist dir das wichtig, alles möglichst aus einer Hand zu machen? Naja, am Ende laufen die Fäden bei mir zusammen. Ich habe also auch Autorenteams und so Arrangierteams, die schicken mir dann alle die Files und dann setze ich mich in mein wunderschönes Studio mit dieser wunderschönen Beleuchtung und ja, dann vergesse ich die Zeit, dann bin ich drin, dann bin ich einfach nur noch Musik und das macht mir einen ungeheuren Spaß. Und jedes Mal, wenn ich mit einem Album anfange, sage ich, oh Gott, mir fällt nichts mehr ein. Und jetzt bin ich kurz vorm Ende und sage, wow, das ist so gut geworden. Also es setzt immer ein und diese Kreativität ist was ganz Schwieriges. Du musst dich darauf vorbereiten, wieder kreativ zu werden. Und im Sommer bin ich so viel unterwegs auf Konzerten, Open Airs und auch gerne mal auf dem See. Da kann ich wirklich, wenn es dann wirklich abends bis 9:30 hell ist, da kann ich nicht um 7 ins Studio gehen. Das kann ich einfach nicht. Also ich arbeite im Winter im Studio und im Sommer auf der Bühne und wenn ich dazwischen Zeit habe, ja, mache ich Wassersport und Motorradsport. Aber schön, dass diese Kreativität immer wieder kommt und durchbricht bei dir. Aber dein wirklich unbestritten größter Titel ist natürlich Verdammt, ich liebe dich. Was hast du in all diesen Jahren für einen Bezug selber entwickelt zu diesem Song? Ganz einfach, er ist das größte Geschenk des Himmels, was ich hätte kriegen können. Dieser Song ist heute noch für mich immer neu. Ich spiele ihn so gerne. Jeder kennt und liebt ihn, der wird nicht alt. Ja, der Künstler wird älter. Ja, ich bin jetzt gerade 66 geworden und denke so, okay, ja, time flies. Also die Zeit verfliegt so schnell und je älter man wird, desto schneller rast die. Weil ich kann mich gerade noch an meinen 65. Geburtstag erinnern. Jetzt kommt schon eigentlich schon der 67. Ja, aber man sieht es dir ja nicht an, oder? Ja, geht so, ne? Wenn ich so morgens in den Spiegel blicke, dann sage ich auch, naja. Aber das gehört zum Leben dazu und solange ich gesund bin und mich wohlfühle, werde ich weiter spielen, werde ich Konzerte geben, werde ich versuchen, gute Songs zu machen. Und darauf freuen wir uns. Jetzt ist natürlich so, Matthias, deine Lebensgeschichte, oder wenn man so bekannt ist wie du, dann ist man immer wieder in den Medien, es wird alles erzählt über dein Leben, es gab Höhen, es gab Tiefen. Wenn du so ein bisschen zurückschaust, worauf bist du selbst besonders stolz und worauf vielleicht ein bisschen weniger? Ich gucke manchmal in den Spiegel und denke, du bist ein unheimlich herzlicher Mensch geblieben. Ja, trotz so ein paar Achterbahnfahrten, es ging ja auch mal ein bisschen runter, dann ging es wieder hoch. Das Leben ist nicht einfach, ich habe viele Kinder, ich liebe sie alle, also habe ich auch viele Sorgen. Ja, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das gehört dazu, ich möchte keins von ihnen missen. Ja, und mit meinem Großen habe ich nicht nur mein Sohn, sondern der ist in meiner Band, wir arbeiten zusammen, er ist an meiner Seite, er ist also eigentlich schon auch nicht nur mein Sohn, sondern mein bester Kumpel. Also das schönste Geschenk auch in deinem Leben sind letztlich die Kinder, höre ich heraus. Ja, irgendwo ja. Ne? Auch wenn man manchmal sagt, oh mein Gott, so boah, so tief durchatmen. Aber es ist was Wunderschönes. Und ich habe jetzt nochmal ganz kleinen Nachwuchs gekriegt und ich hätte nie gedacht, wie viel Spaß ich daran habe.
ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Freude. Vielleicht noch kurze Frage. Ich war kurz auf deiner Website. Da hast du ja unglaublich viele Termine, auch für nächstes Jahr. Wie schaffst du das, all das durchzuziehen? Ja, gute Frage. Also ich kümmere mich darum, fit zu sein. Ich mache dreimal die Woche Sport, das ist so eine Stunde, ungefähr eine Stunde mit brüllend lauter Musik, mit Cardiotraining fange ich an und dann mache ich Kraftsport an den Maschinen. Ich habe ein eigenes Fitnessstudio mal eingerichtet, damit ich nicht dauernd fotografiert werde. Und das tut mir sehr gut. Und ansonsten ist das hier im Kopf. Ja, ich habe immer noch Lampenfieber, wenn ich also losfahre zu einem Auftritt oder zu einem Konzert, bin ich nervös. Na, ich habe da meine Rituale, mit denen ich dann abends vor der Show umgehe. Und dann merke ich aber auch, wie sehr ich mich jetzt darauf freue. Ne, obwohl ich so, das hat immer so diesen Fluchtinstinkt habe, oh mein Gott, ich muss da raus. Wenn ich weglaufen würde, würde ich mich ärgern, weil so, bist du doof, du freust dich doch den ganzen Tag drauf, eigentlich. Ne, ich glaube, es ist dieses Adrenalin, es ist natürlich die Akzeptanz, die ich bekommen habe in all den Jahren. Und die wirst du auch heute Abend hier erhalten in Appenzell. Vielen herzlichen Dank, Matthias, für diesen ganz kurzen Talk. Vielen Dank. Gerne. Und ganz liebe Grüße an diese wunderschöne Stadt Appenzell.